Ganz herzlich willkommen bei Kfz-Innung aktuell. Mein Name ist Raphael Treide. Ich stehe hier zusammen mit Roland B., Mitglied der Geschäftsführung bei der Hahn-Gruppe. Wichtiges Thema gerade natürlich, wie bekomme ich die Menschen wieder zu den Fahrzeugen? Sie haben ein tolles Konzept entwickelt. Erzählen Sie mal. Ja, wir haben uns schon recht früh Gedanken gemacht, wie wir es schaffen, dass wir unsere Mitarbeiter soweit sicher halten, dass wir keine Infektionen bei uns im Betrieb mit haben. Und das hat ja schon begonnen dann im Sommer, im Juni, Juli, als es wieder aufging, nachdem wir aus dem Lockdown herausgekommen sind, und haben uns da stetig an den Richtlinien orientiert, die es damit gab. Und herausgekommen dabei ist ein Stufenplan oder ein Corona-Konzept, das auf 5 Säulen basiert. Erzählen Sie mal die 5 Säulen. Die 5 Säulen sind zum einen mal die AHA-Regeln, die wir haben, die dann auch eingearbeitet sind in die Stufenpläne, die wir bei uns im Land Baden-Württemberg ja haben, nach den Inzidenzzahlen. Die kennt es ja soweit ja auch jeder. Dann haben wir die interne und externe Kommunikation natürlich sehr stark danach ausgerichtet. Wir haben bei uns in unserem Intranet für den Mitarbeitern ersichtlich eine Ampelregelung, wo jeden Morgen tagesaktuell die Werte und die aktuellen Informationen zum Geschehen mit hat, was es nachher für ihn auch im Alltag, im Arbeitsalltag mit betrifft. Eine weitere Säule stellt für uns da die ganz neu jetzt die Luca-App. Die Luca-App, die uns dabei hilft, Kontakte weiter nachzuverfolgen. Die haben wir auf alle 35 Niederlassungen ausgerollt, bei 9 Landkreisen. Da kann man sich vorstellen, nicht ganz trivial, schon einigermaßen komplex, weil ja auch jeder Landkreis seine eigene Werte und auch Regeln dazu mit hat. Wir haben aber auch nochmal zurückblickend seit Juli einen Notfallplan erarbeitet, wo wir Mitarbeiter, die sich mit Corona infiziert haben, innerhalb von wenigen Stunden absondern können mit, sodass quasi keine Infektion im Betrieb weitergetragen wird. Und das wird bei uns auch nachgehalten, ist dokumentiert, sodass wir eigentlich von einer sehr niedrigen Zahl von Mitarbeitern ausgehen dürfen, die sich infiziert haben. Und da sind wir eigentlich besonders stolz drauf und sagen wir, das i-Tüpfelchen oben drauf ist, dass wir so gut wie keine Infektionen innerhalb des Betriebes mit hatten, von Mitarbeiter zu Mitarbeiter oder von Mitarbeiter zu Kunde. Last but not least haben wir als 5. Säule das Thema Schnelltest, was wir jetzt ganz neu ins Leben gerufen haben. Da sind wir mit externen Dienstleistern unterwegs, die zu uns in die Häuser kommen und wir den Mitarbeiter in allen Betrieben zukünftig anbieten wollen, 2 Tests pro Woche zu machen, sodass wir hier auch maximale Sicherheit für unsere Mitarbeiter und für unsere Kunden haben. Zielführend ist, glaube ich, auch tatsächlich nur der Präsenzverkauf, oder? Ja. Kann ich mir das richtig vorstellen, dass man am Computer letztendlich, da fehlt dann die Haptik, ich kann auch nicht ins Gespräch kommen so direkt, also das heißt, ich kann wirklich als Kunde vor Ort im Autohaus wirklich nur entscheiden, das Fahrzeug möchte ich haben. Das ist genau richtig. Es ist schon so, dass der Kunde natürlich beim Autokauf, was ja was Emotionales darstellt und auch was, wo lebhaft ist und wo man erleben möchte, gerne natürlich schon auch die Ware selber in Beschau nimmt, fühlen möchte. Das Look and Feel ist da unheimlich wichtig bei unseren Produkten mit. Und von dem her, ja, wir haben das sehr stark gemerkt, wo wir im Winter aus dem Lockdown rausgekommen sind, in kurzer Zeit im Präsenzverkauf waren. Da war die Nachfrage schon sehr groß bei unseren Kunden mit, das muss man schon sagen. Wenn wir dann im Click and Meet sind, in der weiteren Stufe, wo wir wieder zurückgerutscht sind, hat sich das auch wieder ein Stück weit normalisiert, weil natürlich klar, sagen wir mal, das Spontankauf nicht möglich war. Aber man merkt schon sehr deutlich den Unterschied zwischen online. Da, denke ich mal, sind die Leute einfach noch nicht so und es wird auch immer, sagen wir, nur ein Teil des Vertriebes bleiben können mit, dass man online Produkte kauft. Viele Güter des täglichen Lebens möchte man einfach mal anlangen, möchte man erleben und das merken wir natürlich auch ganz deutlich. Also von dem her klare Präferenz zu Präsenzverkauf mit den Vorsichtsmaßnahmen für unsere Mitarbeiter und auch für unsere Kunden. Ist ja auch verständlich. Ne? Es ist ja nicht eine Bohrmaschine, sondern es ist ja preislich doch eine ganz andere Liga. Insofern möchte man wirklich genau wissen, was hole ich mir da nach Hause. Was sind denn Ihre Forderungen im Wesentlichen, weil Sie ein sehr tolles Konzept haben, an die Politik? Ja, unsere Forderung an die Politik wäre ganz konkret, dass wir wie andere Branchen auch inzidenzunabhängig dementsprechend unsere Häuser offen halten können mit den Schutzmaßnahmen, die sich bewährt haben.
nämlich dass wir genügend Abstand haben, dass wir Hygienemaßnahmen einhalten und dass wir unsere Schauräume, und Sie können sich ja selber einen Eindruck von Schauräumen hier machen, wir haben genügend Fläche, wir haben hier keine Anhäufung von Leuten unkoordiniert, sondern wir können mit Terminvereinbarung arbeiten, sodass genügend Abstand und Sicherheit für jeden gewährleistet ist. Lisa Rieder ist die Assistentin der Geschäftsführung und ihr habt eine eigene Corona-Hotline für die Mitarbeitenden. Beschreib mal. Genau. Also wir haben die Corona-Hotline letztes Jahr Ende September ins Leben gerufen, weil wir einfach gemerkt haben, es sind so viele Fragen von draußen. Die Mitarbeiter sind verunsichert, wissen nicht, wie sie mit manchen Themen umgehen sollen. Und ja, da haben wir so die Corona-Hotline ins Leben gerufen und bei mir bündeln sich alle Fragen rund um Corona, ist auch viel Mitarbeiter Sicherheit geben, weitere Schritte erklären, zum Beispiel bei einem positiven Corona-Vorfall im Betrieb, wie wir weiter vorgehen, aber auch Fragen von Reiserückkehren, wie sie vorgehen müssen, ist eine Quarantäne notwendig oder nicht, wie lange muss ich in Quarantäne, was muss ich beachten, wo muss ich mich melden, also Sie merken, es kommen ganz, ganz viele Fragen täglich bei mir rein und genau, ich gucke einfach, dass ich für die Mitarbeiter da bin, ihnen Sicherheit schenke und eben auch zu den Themen, die aktuell auch gelten, aufklären kann. Steht denn da das Telefon auch mal still oder ist man die ganze Zeit eigentlich am Hörer? Also ja, ist schon sehr, sehr viel geboten an der Corona-Hotline, vor allem am Telefon, vor allem wenn neue Verordnungen rauskommen und eben Verunsicherung draußen wieder vermehrt herrscht. Wobei es sich so in den letzten Wochen eher beruhigt hat, da unsere Mitarbeiter schon sehr, sehr gut informiert sind, regelmäßig informiert werden, auch übers Intranet. Und ja, daher eigentlich schon ganz, ganz viel Aufklärarbeit geleistet wurde bei uns im Betrieb. Michael Däuble ist Verkaufsleiter und wir haben jetzt hier bei der Hahn-Gruppe so ein tolles Konzept als Backup, dass man eigentlich von einem absolut sicheren Kundenkontakt sprechen kann, oder? Also das kann ich hiermit auch so bestätigen. Wir haben mit unserer Frau Rieder, mit dem HB, wir haben ein Team, was uns die Sicherheit gibt über die Corona-Hotline, wo auch meine Mitarbeiter aus allen Bereichen jederzeit nachschauen können, nachfassen können, telefonieren können. Und somit auch ein optimaler Schutz für die Mitarbeiter und für die Kunden. Und auch die Klarheit vor Kunde, wie können wir umgehen, besteht. Und somit wir auch unser alltägliches Tun und Handeln auch im besten Tun und Lassen für den Mitarbeiter und für den Kunden nachvollziehbar ist. Mhm. Ja. Und ich meine, Pkw-Verkauf, das können Sie als Verkaufsleiter wahrscheinlich bestätigen, funktioniert einfach nicht ohne Haptik, oder? Ja, also wir haben es gemerkt bei Click and Meet. Das hat zum Erfolg geführt. Wir brauchen den Kundenkontakt, wir brauchen zum Produkt, auch wenn die ganze Welt über Online und Offline redet, brauchen wir das Produkt, den Mitarbeiter und den Kunden, um somit auch das ganze Portfolio, das Produkt näher bringen zu können. Hm. Ja. Sind denn Kunden ängstlich, wenn sie herkommen oder sagen sie eigentlich, das Konzept ist so überzeugend, kein Thema, das ist ein großer Raum, hier kann nichts passieren, ich habe genügend Fläche, um hier auch 2, 3 Kunden in so einem großen Verkaufsraum bedienen zu können. Also unsere Kunden gehen mittlerweile durch das, dass sie kennen, wie wir unterwegs sind als Hahn Automobile, von Beginn an mit dem Pandemie-Team, mit allen Maßnahmen, was wir haben, wenn Sie hier schauen. Wir haben noch von Click and Meet hier die Vorrichtung. Wir haben an den Arbeitsplätzen die bestmöglichen Vorrichtungen. Wir haben die Masken, wir haben Abstände, wir haben den Platz. Der Kunde kann sich hier eigentlich verlaufen und hat nie Ängste, dass hier irgendwas passiert. Das spiegelt uns auch der Kunde, indem er uns besucht und froh ist, dass wir da sind und mit ihm direkt persönlich ein Verkaufsgespräch führen können. Abschließend steht jetzt Christian Reher als Innungsgeschäftsführer neben mir. Das ist ja schon so ein bisschen Referenz für andere Autohäuser, oder? Was wir hier sehen bei der Hahn-Gruppe. Ja, selbstverständlich. Hahn Automobile ist ein gutes Beispiel für ein Autohaus, für die Autohäuser in unserer Region Stuttgart und darüber hinaus, wie man mit der Pandemie umgehen kann. Corona ist allen Orten, Corona ist wichtig, Corona nehmen wir auch wichtig. Unsere Betriebe, unsere Autohäuser nehmen natürlich auch den Beschäftigtenschutz sehr, sehr wichtig. Wir leben von unseren Beschäftigten, unsere Betriebe leben von den Beschäftigten, natürlich auch von unseren Kunden. Auch der Kunde steht im Mittelpunkt der Autohäuser, unseres Interesses. Wir wollen einfach nur unseren Geschäften weitergehen und versuchen,
und suchen nach einer entsprechenden Öffnungsstrategie für unsere Autohäuser. Öffnungsstrategie kann heißen, dass wir auch Kontakt verfolgen, jetzt aktuell mit der Luca-App. Wir haben es all unseren Innungsbetrieben empfohlen. Öffnungsstrategie heißt auch, dass wir selbstverständlich Schnelltests anbieten und durchführen. Aber Schnelltests anbieten und durchführen ist das eine. Wir brauchen natürlich auch einen entsprechenden Kostenrahmen. Idealerweise wäre es, wenn der Staat unsere Betriebe unterstützen würde mit kostenlosen Selbsttests, kostenlosen Schnelltests, die wir unseren Beschäftigten, unseren Kunden hier im Haus, in unseren Häusern oder auch zu Hause anbieten könnten. Das wäre das Ideale. Also nochmal, das Kfz-Gewerbe kann Corona, kann die Pandemie und kann auch von Inzidenzwerten unabhängig ihren Geschäften nachgehen, am besten und im idealen Fall natürlich im Präsenzbereich. Das ist unser eigentliches Geschäft in unseren Autohäusern. Ganz herzlichen Dank, Christian Reher. Gute Forderung an die Politik an dieser Stelle. Danke fürs Reinklicken. Ciao, bis zum nächsten Mal.